Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Avanacho und herzlich willkommen in Fallout 4. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Nacht verschwindet langsam. Und da habe ich mir gedacht, gucken wir doch mal. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Das lass mal. Ich dachte, ich hau mal drauf. Nein, das wollte ich auch nicht. Mann, ich bin ja heute wieder echt gut. Ja. Was ist denn das? Eine Mühle. Also ich muss tatsächlich noch mal ein bisschen durch die Gegend laufen, glaube ich. Klopf, klopf. Ja, sag ich doch, die pennen. Hallo? Hallo? Ach, wollen wir sie noch ein bisschen schlafen lassen, wa? Was machen wir denn dann? Wir müssen dumm durch die Gegend gucken? Ist er aufwachen? Kann man die wecken? Oh, die haben eine Wasser. Eine Pumpe. Okay. Na, das hat ja jetzt wahnsinnig viel genutzt. Ich guck mal, ob ich sie wecken kann. Hallo. Hallo? Hallo. Tachchen. Oh, bist noch müde, wa? So ein bisschen. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Naja, da vorne ist eine Stadt, da ist jetzt, kannst du machen, weißt? Erzähl mir mal was. Joa. Okay. Schlaf gut. Entschuldigung. Tachchen. Sagst du mir jetzt irgendwie was? Ich soll ja zu euch kommen. Ach so, der hat ja auch den Pömpel auf dem Kopf. Na komm, erzähl mir mal was. Hallo. 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 Doch nicht mehr weiter schlafen? Es tut mir leid, dass ich dich in deiner Nachtruhe störe, aber ist mindestens fünf. Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Ja. Ganz ruhig, Digga. Ganz ruhig, ich gehöre zu den Minutemen. Ich dachte, hier braucht jemand Hilfe. Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Hä? Wer ist denn Quincy? Ich kenne nur einen Quincy. War das ein Gerichtsmediziner? Wo liegt denn das Problem? Gibt es irgendwas, bei dem ich behilflich sein kann? Oh ja, ich bin verdammt froh, dass du hier bist. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. In den Nachstädten, ja. Ihn oder die? Ich kümmere mich um sie, mache ich. Wenn ich meine anschließend. Na komm, mach mal. Ich kümmere mich um sie. Danke dir. Wenn ihr uns dieses Mal wirklich helft, wäre das echt ein Schritt in die richtige Richtung. Sag mir erstmal, wo die sind. Hallo? Okay. Dann schlaf halt weiter. Na komm raus, Tibi. Ja komm. Digga, komm hier. Na guck, jetzt kann ich doch die Tür zumachen. Ich kann da weiter pennen. Und wo soll ich denn hin? Oh. Okay. Mal gucken. Map. Map. Das sieht aus wie eine Stadt, oder? Ist das eine Stadt? Dann laufe ich da jetzt aber nicht so rüber. Weil da würden einige sein, denke ich mal. Ja, nee, das
Warte mal, wie komme ich denn jetzt, wo ist ein Hause? Hause ist, wieso finde ich das nie? Hause ist doch irgendwie... Hier. Geh halt wieder raus. Also in die Richtung. Da ist Hause. Dann gehen wir da doch einfach mal nochmal hin. Und dann nehme ich mir nämlich meinen Anzug mit. Ich glaube, das ist so falsch nicht. Was ist denn das? Ach, das ist das Schild. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Dann nehme ich mir nämlich den Baueranzug mit. Weil wenn ich in eine Stadt gehe, dann dürfte das tatsächlich von Vorteil sein, glaube ich. Wie ist denn da? Nix. Ich sehe Sachen, die gibt's gar nicht. Bin ich ja lustig. So, und jetzt einfach mal Straße folgen, nicht? Ja, erstmal. Laufen wir mal einen Meter. So, warte mal, da ist das Ding. Also einfach weiter. Idealerweise würde es ja sein, wenn ich mir mein Haus einfach so markieren kann. Und dann weiß ich immer, wo ich bin. Beziehungsweise, wo ich hin muss. Auf die Schnelle. Letztendlich, klar, ich muss immer irgendwie Richtung Nordwest oder so. Dann passt das auch wieder. Aber ich kann mir irgendwie nicht angewöhnen, nach unten auf den Kompass zu gucken. War ich da nicht schon dran? Ja, ne? Ja, habe ich doch den anderen Power-Anzug weg, wenn ich nicht irre. So, da müsste das jetzt sein. Ja. Na, geh halt da wieder raus. Wenn ich jetzt die eine Markierung setze, dann würde ich mir die andere wegnehmen, ne? Denke ich mal. So, was haben wir denn hier? Ein Unterschlupf. Ja, cool. Wenn keiner da ist. Jo. Ja. Ich sehe nicht so wirklich viel hier. Oh. Was denn? Alter. Du hättest ja einfach mal mit mir reden können. Oder so. Nicht wahr? Die Richtung ist so falsch nicht. Da muss ich hin. Kann ich auch da rumlaufen. Glaube ich. Und da ist noch ein Unterschlupf. Sieht zumindest so aus. Ach, die City ist komplett von Fluss umgeben? Das habe ich auch noch nicht gewusst. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal nochmal zu diesem Unterschlupf, wa? Weiß noch nicht. Eher dachte ich daran. Oh, sieht gar nicht mehr so aus wie so ein... Doch, da ist irgendwas. Von Menschenhand gebaut. Und dann packe ich mir die Mini-Railgun noch ein. Und dann sollte ich waffentechnisch und schutztechnisch... Na ne. Wieso ist das denn hier? Eingezäunt, wenn hier nichts ist. Verstehe ich nicht. Egal. Gehen wir doch nach Hause. So, wo ist denn jetzt Hause? Jetzt weiß ich es ja schon wieder nicht. Ja. Wer bist denn du?
Das ist nur eine... Okay. Das ist nur ein Figürchen. Ja, ist aber nicht schlecht gedacht, da so ein Figürchen hinzustellen. Da guckt man erstmal ein bisschen genauer hin, bevor man einfach reinrennt. Ah, hallo, hallo. Ich will dir doch gar nichts. Also eigentlich nicht. Schießt du auf mich oder? Ich weiß es nicht. Wer bist denn du? Irgendwen schießt du. Aber es sieht nicht so aus, als wenn du auf mich schießt. Oh, weg ist er. Da ist er. Bist du Freund oder Feind? Sieht aus wie ein Raider, ne? Hat zumindest Raider-Rüstung. Ich glaube, das ist ein Raider. Ich würde sagen, ja. Warte. Was zum... Wieso geht denn das nicht? So. Haben wir die dann auch. Aber die hatte Raider-Rüstung. Ich hoffe mal, dass das jetzt tatsächlich auch einer war. Das war mir nicht... schon zu gefährlich, da jetzt hinzugehen, wo die ganze Zeit rumballert. Nehmen wir das mal so mit. Okay. Oh, eine ganze Menge Kram drin. Ja, tut mir leid. Hättest du nicht geballert, dann wäre ich auf dich zugekommen. Da muss ich hin. Hä? Wir gehen mal hier lang. Da hinten sind Hunde. So böse. Und wenn sie mich nicht sehen, ist ja gut. So, und jetzt, ja, ist doch richtig. Kann ich doch hier... Ach, hier bin ich. Sag mal, das ist doch einer. Komm, wir gehen hier rüber, Digga. Ja, kann ich die Knarre wegstecken, kurz das wegbringen, was ich habe. Und dann Powerrüstung schnappen und rüberlaufen. Ich glaube, so machen wir das. Dann mal einmal zur City. Ist jetzt aber auch wieder die Frage, frisst die Powerrüstung auch Energie, also diesen Kern, diesen Fusionskern, wenn ich nicht laufe? Oder nicht anstrenge, oder wie auch immer. Auch die Händlerin war gerade da. Guck an. Das wollte ich gar nicht. Ich drück immer die falsche Taste. Da muss ich wieder raus. So. Erstmal Schrott einlagern. Bitteschön. Und jetzt mal eben die Waffen wegbringen, die ich nicht brauche. Wie ist das wohl, wenn ich jetzt hier einen Laden hinstelle? Bedienen sich dann die Leute daraus? Oder? Fragen über Fragen. So. Ich kann ja da auch nochmal kurz gucken, bevor ich jetzt loslaufe. So, davon haben wir noch zwei. Und. Ja. Okay. Dann haben wir ja so richtig. Käfigrüstung? Ach so. Die habe ich ja gar nicht dran. Wieso nicht? Ach so, weil ich da... Okay. Jetzt muss ich allerdings dann mal gucken. Das eine kann hier rein. So, das wäre hier rechter Arm oder so. Oder linker Arm. Auf jeden Fall das, was ich nicht habe. Das da. Das kann da rein. So, bei der Käfigrüstung, die hat 24. Und das ist das gleiche wie der Harnisch, ne? Oh. Ich habe ja schon wieder von allem mehr in der Tasche. So. Der Harnisch hat nur 3. Dann packe ich mir doch jetzt mal die Käfigrüstung dran. So, da. Und da.
Nee, Kleidung war einer vor. So. Wie, die ist komplett? Eine komplette Rüstung? 24. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ich würde sagen, könnte hinkommen. Dann packe ich den Rest an. Das ist natürlich dann auch einfacher, ne? Auch nicht immer so viel. Hin und her ziehen. Und für den nächsten, der dann kommt, habe ich eine komplette Rüstung. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Sturmgasmaske. Unterhemd, Jeans. Zeitungsverkäuferkappe. Warte mal, lass uns mal gucken. Was? Hey, wer bist denn du? Ich will nur ein bisschen handeln. Sicher. Wie, ach, du bist schon da? Ich brauchte ansonsten? Okay. Ja, dann warte mal, dann machen wir das doch direkt. Ich habe schon Siedler. Wieso weiß ich nichts davon? Ist ja cool. Nee, hier wollte ich hin. Eine Lederkombi, ein Harnisch, linker Arm, linkes Bein, rechter Arm, rechtes Bein. Dazu am besten noch einen Hut. So. Und eine Waffe? Warte mal. 45er, habe ich jetzt 88 Schuss. Das ist ja so schlecht nicht, aber wer braucht denn die 45? Das ist 38. Hattest du nicht gesagt, von den 38ern, da bräuchte da nur ganz wenig drin? An Munition? Habe ich denn keine Gewehre mehr? Ich habe zwei Miniguns, das ist ja schön. Was denn? Ach so. Ja, von der Schrotflinte habe ich leider zu wenig Munition, nicht wahr? Obwohl, ich kann das mal ausprobieren. Ich packe einfach einmal eine Schrotmunition. Habe ich gar nicht mehr. Sieht nicht so aus. Ich habe schon wieder Wasser in der Tasche. Wieso habe ich denn jetzt hier keine Gewehre mehr drin? Schwierig. Das ist eine Automatikpistole, ist ja an sich auch nicht falsch. Auf jeden Fall besser als eine normale Pistole. Auch eine normale Pistole. Aber die dürfte vom Zielen her besser sein, ne? Komm, dann kriegt sie jetzt die, kriegt noch ein bisschen Munition dabei. Und alles andere. Ja, ich habe vielleicht doch zu schnell zu viel verkauft. Guck mal, ich habe da was für dich. So. Können wir ein paar Sachen tauschen? Na klar doch. Das ist gut. Also, zunächst mal kriegst du 38, habe ich gesagt. Nicht so viel. Du kriegst jetzt, komm, du kriegst jetzt mal so ein... Bitteschön? Ach, du hast schon eine Pistole? Und du hast eine Teebeere? Geh mal anpflanzen. Jetzt hat sie auf jeden Fall so... Und die nehmen wir raus, weil ich habe da, glaube ich, ja... eine bessere gehabt, ne? So, Waffen. Nee. Habe ich doch die mitgenommen? Na egal, pass auf, dann kriegst du die und so. Und, jetzt ist es schon aktiviert. Sehr gut. Jetzt gibt's noch ein bisschen Helm und so. Bitteschön. Nee, ich wollte, wie mache ich das jetzt nochmal? Ausrüsten mit T. So. Ziehst du dir einfach mal ein bisschen was an. Fertig. Okay, und das packe ich dir an die Seite. Na, sieht doch gleich viel hübscher aus. Nicht wahr? Kannst du dich mit Preston unterhalten? Der hat auch so einen komischen, lustigen Hut. So. Und dann geht's jetzt da.
Waffen wollte ich noch nicht. Ich wollte das wegpacken. Und dafür die Waffen. Haben wir da. So, und jetzt kommt hier die 5 mm. Eine Minigun. Und die Fusionskerne. So. Und jetzt muss ich einmal rein. Wie passt denn der mit diesem ganzen Gedöns da rein? Ja. Muss ich allerdings die Minigun erstmal. Noch eine Siedlerin. Hey, wie geht es dir? Eigentlich ganz gut. Hast du schon Kram? Warte mal. Die wird jetzt dann aber relativ schnell relativ groß, die Siedlung, wa? Da ist ja noch eine Siedlerin. Ne, warte mal. Hast du schon... Was hast du denn? Was? Nein, das war versehentlich. Tut mir leid. Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Ich will mal gucken, was hast du? 38er-Patrone, Impro-Pistole, ein Filzhut. Mal gucken, ob du noch ein bisschen Rüstung kriegen kannst. So, was haben wir denn? Eine Lederkombi. Linker Arm, linkes Bein, rechter Arm, rechtes Bein. Ja. Und haben wir noch eine bessere Impro? Nochmal ran. Halt, da war sie doch schon. Waffen. Die Automatik. Ja, die dürfte auf jeden Fall besser sein. So. Guck mal, ich hab da was für dich. Hey, nur wartest. Hallo? Lass uns ein paar Sachen tauschen. Na klar. Das ist ja schön. Ich dachte schon, du magst mich nicht. So. Dann pass auf, wir machen das so und dann so. Weil Automatik ist ja schon mal nicht so falsch. Und dann kriegst du Klamotten. Das. So, wo haben wir das denn? T. Die geflickte blaue Jacke nehme ich dir mal ab. Und die Kronkorken auch. Die brauchst du nicht. Glaube ich. So, und dann kann er hier rein und dann kann ich los. Erstmal kurz nach unten nochmal an die... Ja, erstmal nochmal unten an die... In der City, an die beiden Tresore ran. Die gestanden haben. Na, das wollte ich ja hier jetzt nicht. Nee, ich wollte jetzt hier. Dankeschön. Und dann wollte ich hier nochmal. Und mal gucken. Da ist er. Ich habe die Minigun noch nirgendwo hingesetzt, ne? Ups. Wo setze ich? Wir haben schon wieder 23 Minuten rum. Ist ja die Minigun. Favoriten? Ah. Ja, dann setze ich jetzt die Minigun dorthin. Okay. So. Mache ich den jetzt erstmal aus, wa? Ich glaube, besser ist das. Ich weiß gar nicht, wie viel Essen habe ich jetzt? Immer noch 6. Immer noch im grünen Bereich. Warum habe ich nur 6 Essen? Wenn ich da doch so viel mache. Und nur, immer noch nur 7 Leute. Die Siedler zählen nicht als Leute. Da muss ich mit denen wohl doch nochmal reden. So. Ja, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Teilt es gerne auf eure Social Media. Und dann hören und stören wir uns in der nächsten Folge. Und ich muss dann jetzt mal gucken. Mal die beobachten, ob der jetzt beim normalen Gehen auch Leistung verliert, der Fusionskern.
Das werden wir dann sehen. Also, bis dahin. Bye-bye.